Nu, wieso auf YouTube komplett gesperrt? Und dann plötzlich wieder da. Ein Warnschuss von YouTube? Alles über die temporäre Kanallöschung von Nu, wieso jetzt in den News. Ja, was war das für ein Schreck für mich, als ich am 11. Juli in den späten Abendstunden plötzlich auf meinen Nu, wieso Kanal schaute und feststellen musste, da war er nicht mehr. Stattdessen gab es eine kurze Informations-E-Mail von YouTube. Ihr Kanal wurde gelöscht oder beziehungsweise gesperrt, da er gegen unsere Nutzungsbedingungen verstößt. Genaueres teilte man uns nicht mit. Alles dazu jetzt bespreche ich mit meinem Kollegen Norbert Fleischer. Hi. Ja, Norbert, du warst ja quasi mit dabei, wenige Stunden vor der Kanalsperre letzten Donnerstagabend hatten wir ja zusammen auch, wie jetzt gerade, die News-Sendung aufgezeichnet. Und da ging es ja um deine Rede vor der UN. Und am Ende dieser Sendung sagte Frank Stoner noch, ja, nahezu prophetisch, das Damoklesschwert YouTubes schwebt über unserem Kanal. Ja. Ja, und wenige Stunden später war er weg. Wie hast du das denn erleben dürfen? Ja, ich war geschockt. Also du hast mir dann sofort geschrieben und es war wirklich wie mit einem riesigen Boxhandschuh K.O. geschlagen. Ich kann es gar nicht anders formulieren. Auch so im Rubicon habe ich dann geschrieben, es muss sich wohl genauso anfühlen, wenn plötzlich die Polizei vor der Tür steht und sagt, ihr Papa ist tot oder sowas. Ja, also bei mir hat das natürlich auch erstmal eine Schockstarre bewirkt, aber die hat gar nicht so lange gedauert, weil ich habe wirklich schon innerhalb der ersten Stunde Solidaritätsbekundungen bekommen, innerhalb der freien Medienszene, ja, bekannte Leute haben mich angerufen und haben sofort gefragt, was ist da los, wie können wir helfen, und daraus ist ja dann auch relativ schnell dieses Solidaritätsvideo entstanden, was wir ja in weniger als 24 Stunden auf die Beine gestellt haben. Einige haben sich darüber gewundert, das kann ja gar nicht sein. Doch, das kann sein, aber ich war selber wirklich sehr beeindruckt davon, ja, wie schnell das Netz reagiert hat auf diese Tatsache. Auch uns hat das erstmals ein Feedback gegeben, wo uns selber sozusagen bewusst wurde, wie die Leute eigentlich Nu, wieso wahrnehmen. Und ja, mit Stolz erfüllt mich nahezu auch die Tatsache, dass sich so sehr viele bekannte alternative Medienmacher sozusagen mit uns solidarisiert haben, obwohl da auch ganz viele Meinungsverschiedenheiten standen. Also ja, das war wirklich sehr beeindruckend. Also klar haben viele gesagt, also wir sind nicht unbedingt Fan von Nu, wieso? Einer hat geschrieben, dann, ja, die haben schreckliche Bildausschnitte, das Studio sieht scheiße aus und die Gäste sind gruselig, aber trotzdem, die dürfen das. Ne? Und ich meine, das zu sehen, dass die Leute wirklich sofort begriffen haben, dass hier nichts Geringeres als die Meinungsfreiheit auf dem Spiel stand, da habe ich selber schon tatsächlich, als ich dann das Video das erste Mal gesehen habe, auch minutenlang mit der Fassung gerungen, weil ich es nicht glauben konnte, wie viel da Zuspruch und Solidarität halt entgegenkam. Ja, also es gab natürlich auch die Beiträge, die gesagt haben, auf Nu, wieso gibt es nur Baller-Baller-Themen, aber auch das muss erlaubt sein. Also da muss ich sagen, ja, richtig, ja, also jeden seine eigene Meinung dazu. Aber ich war wirklich auch zu Tränen gerührt über die Netzreaktionen und Solidaritätsbekundungen. Hier mal eine Zusammenfassung. Wo ich gerade dabei bin, die aktuelle Nachrichtenfolge zu schneiden, wurde ich darüber informiert, dass der YouTube-Kanal von Nu, wieso komplett gelöscht wurde. Ja, wir haben gerade erfahren, dass Nu, wieso abgeschaltet wurde. Ein Mausklick des Zensors und alles war weg. Ein Sender, der nicht ideologisch links oder ideologisch rechts anzusiedeln ist. Und für 170.000 Abonnenten der Grund, bei YouTube drauf zu klicken und zu sagen, ja, gebt mir Informationen, wenn ihr was Neues gedreht habt. Echt krass, 170.000 Abonnenten weg, Nu, wieso einfach weg.
Also beim Kanal haben auch ganz viele Leute eben gearbeitet. Die Leute haben Frau und Kinder teilweise. Sie haben ihren Lebensunterhalt damit verdient. Ja, ein Knopfdruck, das Ding wurde gelöscht. Sowas geht gar nicht. Und schon gar nicht in einem Land, dessen politische und mediale Elite immer ihre Offenheit und Toleranz hochhält. Das ist natürlich ein schwerwiegender Eingriff in die Meinungsfreiheit. Und damit werden sämtliche westlichen Werte, die angeblich dauernd so hochgehalten werden, von YouTube verraten. Und dieser Akt verstößt auch eindeutig gegen die UN-Charta Artikel 19, der das Thema Presse- und Meinungsfreiheit behandelt. Und am besten, ich zitiere diesen Artikel mal genau. Darin heißt es, jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen, sowie über Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen, Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten. Das ist das, was ihr die letzten Jahre hervorragend mit eurem Kanal gemacht habt. Die Löschung des YouTube-Kanals von NuWiso zeigt ziemlich deutlich, wie im Moment wirklich massiv die Meinungsfreiheit und der Ausdruck auch von kritischen Stimmen unterdrückt wird. Die DDR hat auch damals Leute nicht zugelassen zu einem Studium, weil diese eine andere Meinung vertragen. Das hat der DDR am Ende nicht gut getan. Das tut dir auch nicht gut, YouTube. Deshalb ist bei mir heute auch alles zackenduster im Hintergrund. Weil die Zukunft wird wohl so aussehen, dass einiges richtig düster wird bei uns im Land. Ich erinnere mich noch gut, 2016, als Bild, FAZ, NTV und wie sie alle heißen, versucht haben, mich und meine Recherchen zum Abschuss der Boeing MH17 madig zu machen. Und dank NuWiso TV bekam ich damals eine Stimme in der Öffentlichkeit. Wie soll das künftig funktionieren bei solchen kritischen Themen, wenn es NuWiso TV nicht mehr geben sollte? Deswegen ist es so gottverdammt wichtig, dass wir so etwas wie NuWiso haben. Dass wir ein freie Berichterstattung von den Menschen unten an der Basis haben. Die linke, rechte, libertäre Meinungen reinbringen in einen freien Diskurs. Die Zeit der Zensoren ist wieder da und darum gilt es für uns, umso mehr zusammenzuhalten. Rücken an Rücken, Schulter an Schulter. Ich stehe mit NuWiso. Es geht jetzt darum, dass alle sich zusammenschließen und diesen unglaublichen Akt der Zensur protestierend versuchen zu verhindern. Ihr Lieben, das, was mit NuWiso passiert ist, ist, und das kann ich euch als alter Piratensender sagen, ein Schuss von dem Bug. Und wenn wir jetzt nicht wollen, dass der ganzen Sache eine Breitseite folgt, von Zensur und von Schlimmerem, dann müssen wir uns hundertprozentig mit NuWiso solidarisieren, was ich hiermit tue. NuWiso, ein großer Kanal, 170.000 Abonnenten, wurde gestern einfach gelöscht. Unter scheinheiligen Gründen, angeblich Nutzungsbedingungen, sollen verletzt worden sein. Und viele wissen, dass NuWiso quasi die Urväter meines Kanals sind. Habe jahrelang mit den Jungs zusammengearbeitet in Leipzig, machen einen super Job. Ich verdanke NuWiso auch viel. Die haben mich öfters interviewt, obwohl ich ein böser Libertärer bin, und haben ein sehr breites Meinungsspektrum und betreiben natürlich hervorragende Aufklärung. Mit NuWiso habe ich eins der ersten Interviews gemacht, die NuWiso überhaupt gemacht hat und die ich überhaupt gemacht habe, sehr frühzeitig. Ich glaube, das war sowas Ähnliches wie 2006. Ich weiß es nicht genau, oder war es 2009? Wir schauen mal. Jedenfalls eine lange und gute Verbindung und daher auch klar zu sagen, Frank Höfer ist eine ehrliche Haut, bescheiden, nett, jeder Unterstützung wert. Der hat sich für die Montags-Mahnwachen eingesetzt, ist bei Friedensdemos dabei. Die sind da irgendwo involviert, immer bei der Rammstein-Demonstration. Das heißt, die machen gute Sachen, machen sachliche Aufklärungsarbeit. NuWiso TV hat sich in der Vergangenheit immer wieder gegen Kriegslügen eingesetzt, hat gegen die Drohnenkriege, die von Rammstein geführt wurden, intensiv berichtet. Ich habe auch schon Interviews geführt mit Journalisten von NuWiso TV. Und ich hoffe, dass es Möglichkeiten gibt, dass NuWiso TV wieder auf YouTube erhältlich sein wird. Nach dem Motto von Voltaire oder nach dem Spruch von Voltaire: Ich mag verdammen, was du sagst, aber ich werde mein Leben dafür geben, dass du es sagen darfst.
Erkenne die Zeit der Zeit. Solidarität mit Nuoviso bedeutet auch Solidarität mit sich selbst. Free Press, denn die freie Presse ist das Immunsystem der Demokratie. Ich verneige mich an dieser Stelle vor unserem Publikum und den vielen Solidaritätsbekundungen. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr uns in diesen Stunden beigestanden seid. Aber Nuoviso hatte ja nochmal Glück. Glimpflich ging es zunächst für uns aus, denn nach 4 Tagen wurde unser Kanal wieder freigegeben. YouTube sparte sich wieder die Informationen, warum, wieso, weshalb und teilte uns kurzerhand mit: Ihr Kanal verstößt nicht gegen die Nutzungsbedingungen, ja, und wird daher wieder freigegeben. Ja, war das jetzt ein Warnschuss, ein Schuss vor den Bug sozusagen? Was meinst du? Wahrscheinlich, ja. Also anders kann man das ja gar nicht interpretieren. Es werden keine Gründe genannt. Es gibt null Erklärung. Man weicht auch ab von dem üblichen Prozedere, dass man ja normalerweise erst einen Strike bekommt und dann noch einen Strike, wenn man wieder gegen die Regeln verstoßen hat. Und erst beim 3. Mal schaltet man dann eigentlich den Kanal ab. Aber so, wie es bei uns abgelaufen ist, war das schon recht außergewöhnlich. Auch, dass es um die Uhrzeit war, 20.52 Uhr. Man darf sich fragen, wie lange dürfen wir jetzt erstmal weitermachen? Ne? Ja, und man muss ja auch an dieser Stelle erwähnen, dass wir zwar jetzt das Glück hatten, erstmal wieder freigeschalten worden zu sein, aber sehr viele andere YouTuber, die eben nicht so eine hohe Reichweite haben, die hatten das Glück bisher natürlich noch nicht. Und deswegen auch an dieser Stelle unsere volle Solidarität mit allen YouTubern, deren ja, Konten derzeit gesperrt sind und die dadurch natürlich auch in ihrem Recht der freien Meinungsäußerung stark eingeschränkt sind. Ja, absolut. Und deswegen haben wir uns ja auch vorgenommen, diese Sperre als absolut zum Anlass zu nehmen, um noch stärker für Meinungsfreiheit einzutreten. Deswegen stehen wir hier auch heute neben dem Julian Assange, dem wir ja nachträglich alles Gute zum Geburtstag wünschen und hoffen, dass er tatsächlich irgendwann mal rauskommt, weil mit diesem Mann steht und fällt die gesamte Pressefreiheit weltweit. Wenn wir in die Zukunft blicken, wir haben eine neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, keine Verteidigungsministerin mehr, aber auch da wird urheberrechtstechnisch und uploadtechnisch mit ihr auch die ganze Debatte nochmal neu aufgerollt werden. Ja, sicherlich auch einfach was die Meinungsfreiheit betrifft. Ja. Ich meine, schauen wir uns an, wer ist Ursula von der Leyen? Ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, wie undemokratisch das alles abgelaufen ist, dass es sie am Ende geworden ist. Vielleicht nur den Einsatz, sie ist letztlich die Statthalterin der USA, die also sich ihren Job dort hat absegnen lassen. Ich denke, das kann man ganz sicher so sagen. Aber schauen wir uns doch mal an, was die Frau in Sachen Meinungsfreiheit bislang auf dem Kerbholz hat. Sie wollte angeblich, vorgeblich im Kampf gegen Kinderpornografie Webseiten im Internet sperren, obwohl alle Experten gesagt haben, bringt nichts, die müssen gelöscht werden, wenn überhaupt. Ja, dann hat sie das irgendwie durchgeprügelt. Am Ende hat sich die Regierung davon zurückgezogen. Ja, aus dieser Zeit hat sie ja auch den Spitznamen Zensursolar bekommen. Und sie hat ja in ihrer Bewerbungsrede vor der Wahl auch noch gesagt, dass sie noch stärker die Zügel anziehen will bei den großen Internetkonzernen. Also das heißt, dass da neue Regeln auf uns zukommen, die dann wiederum Kanallöschungen für irgendjemanden bedeuten, der es nicht tatsächlich beabsichtigt hat, irgendwas Böses zu tun. Ja, und nebenbei möchte ich noch als letzten Satz dazu sagen, wie man jetzt ausgerechnet eine Frau da wegloben kann, die ein hunderte Millionen Euro Steuergeldskandal, sprich Berateraffäre zu verantworten hat, die also das wäre so wirklich runtergeritten hat, die überhaupt also vollkommen unfähig war in dem Amt vorher, wie man ausgerechnet die jetzt bloß weil sie ein bisschen Glamour und Eitelkeit mitbringt, auf diesen Posten setzen kann. Also kann ich wirklich beim besten Willen absolut nicht nachvollziehen.
Aber sie hinterlässt ja ein Ministerium, nämlich das Verteidigungsministerium. Das hat auch einen Ersatz gefunden in AKK. Und ihr neuer Spitzname wird wahrscheinlich Annegret Kampfknarrenbauer werden. Wie schätzt du ein? Ist sie fähig dazu, dieses Amt zu übernehmen? Nee, also absolut nicht. Also ich meine, die Frau ist ja, kann ja als Christdemokratin nicht mal korrekt aus der Bibel zitieren. Ja? Sie hat bis jetzt so gut wie alle öffentlichen Äußerungen, die sie als Parteichefin getätigt hat, wo es wirklich mal auf was ankam, hat sie vergeigt. Ja? Also siehe Rezo zum Beispiel, wie sie darauf reagiert hat, das war absolut dilettantisch. Sie hat in keiner Weise das, was man irgendwie einer Parteichefin für Qualitäten zubilligen müsste, das hat sie nicht. Sie übernimmt das wahrscheinlich chaotischste Ressort an der gesamten Bundesregierung, an dem sich alle anderen, die davor waren, allesamt die Zähne schon ausgebissen hatten. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Frau da irgendwas verbessert. Das kann wirklich nur verschlimmbessert werden durch die Frau. Genau, unsere Aufgabe ist es jetzt aber daran zu arbeiten, dass wir genau solche Meinungen auch weiterhin auf YouTube publizieren können. Daher haben wir uns natürlich das Feedback, was uns gerade in den letzten Tagen erreicht hat und auch viele Anregungen, die haben wir uns natürlich zu Herzen genommen. Und da wurde immer mehr der Wunsch laut, eine, ja, Alternative zu YouTube doch zu finden. Denn das Damoklesschwert, wie gesagt, schwebt über unser aller Kanäle. Und wir haben uns natürlich schon länger auch Gedanken darüber gemacht, ist denn das überhaupt realisierbar, eine Alternative zu YouTube? Und ja, es ist tatsächlich sehr schwierig. Da gibt es mehrere Probleme. Die sind gar nicht nur technischer Natur. So eine Plattform zu programmieren ist dabei noch das geringste Problem. Es geht vor allem um Serverkapazitäten und Traffic. Das verursacht unglaubliche Kosten. Das nächste Problem ist, wenn man so eine Plattform betreibt, ist man natürlich denselben rechtlichen Regularien unterworfen wie YouTube. Denn man muss ja festhalten, dass nicht unbedingt YouTube derjenige ist, der diese Kanäle sperren will. YouTube muss teilweise aus rechtlichen Vorgaben und Druck von außen bestimmte Kanäle sperren. Ein Privatunternehmen hat gar kein Interesse daran, seine Kunden zu sperren. Ja? Vielleicht war das ja auch ein Grund, ja? Weil YouTube hat ja auch mit unserem Kanal Geld verdient und wenn der gesperrt wird, dann ist das quasi auch ein Verlust für YouTube. Aber man muss trotzdem sagen, auf Dauer wird das wahrscheinlich nicht gut gehen, aber die Alternative ist eben auch nicht so einfach mal hergestellt. Und dann gibt es noch ein Hauptproblem, das sich zwar am einfachsten lösen ließe, aber am Ende wahrscheinlich der Grund für das Scheitern einer solchen Plattform wäre. Und das sind die ganzen Streitigkeiten unter den freien Medien. Ja, ja? Das wird wohl das Hauptproblem sein, erstmal alle dazu zu kriegen, von ganz links bis ganz rechts, dass sie wirklich da alle mitmachen, ohne dass da Animositäten auftreten untereinander, wie es ja sonst so im Alltag. Es müssen ja gar nicht alle mitmachen. Das ist ja jedem selber überlassen, ob er da mitmacht. Aber ich sehe halt schon wieder das Dauerproblem, was wir seit Jahren feststellen. Sobald da Person X vorhanden ist, will Person Y nicht mehr mitmachen und umgekehrt. Mhm. Ich glaube, daran würde so ein Portal derzeit scheitern. Ja, das sind einfach Verhaltensweisen, die wir alle hinter uns lassen müssen. Wir sollten wirklich nur noch uns darüber unterhalten, nicht wer hat was gesagt und wer hat Ähnliches mal im Dritten Reich oder so gesagt, sondern wir sollten uns ausschließlich darauf beschränken, zu fragen, ist eine Aussage wahr oder ist eine Aussage falsch? Und so sollten wir einfach argumentieren und dann klappt es vielleicht auch irgendwann mit der Plattform. Wir bleiben jedenfalls dran. Genau, wir bleiben auf jeden Fall dran und wir führen unsere Arbeit jetzt natürlich erstmal unbeirrt fort. Wir werden ja diesen Warnschuss auch als Warnung nehmen. Wir machen uns natürlich trotz aller Widrigkeiten ab jetzt intensive Gedanken darum, was könnte eine Alternative zu YouTube sein. Das geht nicht von heute auf morgen, aber wir müssen zumindest anfangen, an solchen Lösungen zu arbeiten.
Ja, und ansonsten waren wir jetzt so abgelenkt durch dieses ganze emotionale Chaos auch, dass wir diese Woche gar keine großartig anderen Sendungen produziert haben. Ja, leider. Ja, also der Schaden ist angerichtet, aber wir führen unsere Arbeit natürlich sofort unbeirrt fort, werden jetzt auch gleich die nächsten Interviews aufzeichnen. An dieser Stelle nochmal von mir vielen, vielen Dank an euch. Ihr habt uns erstmals gezeigt, was ihr an NUVISO wertschätzt. Und ich war tatsächlich sehr erstaunt darüber festzustellen, dass selbst viele Kritiker sich solidarisch mit uns gezeigt haben. Und das hat mich neu motiviert. Ja, es ist doch noch nicht irgendwie zu spät für diese Bewegung oder für diese alternative Szene. Wir können tatsächlich bei einem gemeinsamen Nenner noch an einem Strang ziehen, nämlich wenn es darum geht, unsere aller Meinungsfreiheit zu verteidigen. Absolut. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis nächste Woche.